Augenblick der Geburt wird man von unerklärlicher Angst gepackt. Der Angst vor dem Verlust. Im tiefsten Grunde meines Herzens wusste ich, die Gefahr hatte uns eingeholt. Und ich war nicht auf dem Posten. Rachel Elizabeth Barber. Auffallend gut aussehend. Sehr reine, blasse Haut. Ich finde, er steht mir. Perfekt. Rachel war nicht in der Bahn. Hat sie angerufen? Es ist was passiert. Sie kommt aber nie zu spät. Es ergibt keinen Sinn, stimmt? Mir ist was passiert, Mike. Es gibt keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen. Jemand hat sie entführt. Rachel? Sie wissen sicher, dass Ihre Tochter eine sexuelle Beziehung zu ihrem Freund hat. Sie könnte schwanger sein und ist weggelaufen, weil sie Angst vor ihrer Reaktion hat. Wie kommen Sie dazu, so über meine Tochter zu reden? Ich habe das mit Rachel gehört und wollte nur fragen, ob ich irgendwas tun kann. Weiß man schon, wo sie ist, was passiert ist? Nein. Wenn ich bei der Suche helfen soll? Sie haben mehr polizeiliche Mittel beansprucht, als Ihnen zustehen. Ich muss einen echten Fall lösen. Sie haben nichts unternommen! In meiner ganzen Laufbahn gab es noch nie so viel Aufwand mit so wenig Ergebnis. Sie ist nicht weggelaufen. Er geht mir nicht aus dem Kopf. Hier stimmt irgendwas nicht. Es war wirklich Rachel in der Bahn. Mit einer unbekannten, dunkelhaarigen jungen Frau an der Haltestelle Windsor. Hat sich Ihre Tochter irgendwie ungewöhnlich verhalten? Meine Tochter verhält sich immer ungewöhnlich. Ich bin zutiefst besorgt. Du musst, sage ihm, wo Rachel jetzt ist. Dann bist du genau die Tochter, die ich immer haben wollte. Tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger mache. Ich habe es satt, mich um deinen Mist zu kümmern. Ich brauche wirklich, wirklich, wirklich Hilfe.